Jetzt ist es also soweit. Warum die Auflösung? Viele von euch haben jetzt sicherlich schon darauf gewartet, was denn hinter diesen kleinen Intros steckt, die wir jetzt in den letzten, ich glaube so 2-3 Wochen immer vor den Videos hatten, die wir auf Facebook hatten, die wir auf Twitter hatten. Und ich habe ganz, ganz viele Reaktionen darauf bekommen. Ich habe viele E-Mails bekommen, viele Kommentare. Viele sind ganz gespannt. Um was geht es denn heute? Ne? Welche Namen werden hier genannt und so weiter? Also fangen wir mal an und lösen das Ganze auf. Fangen wir vielleicht erst nochmal noch mit den Fakten an, um die es hier ging und die ich ja auch in den Videos schon angesprochen habe. 2011 ist mein Buch erschienen, Optionsstrategien für die Praxis. Ich habe 2010 mit diesem Ausbildungsprogramm angefangen und seither ist ja relativ viel passiert. Ne? Also 2011, da waren Optionen in Deutschland noch kein allzu großes Thema. Es gab das eine oder andere Buch, aber es gab zum Beispiel im Privatbereich überhaupt niemanden, der das in irgendeiner Art und Weise ein bisschen ausgebildet hätte. Und da waren wir, das ist vielleicht auch ein wenig Zufall, wir waren da die Ersten, die das gemacht haben. Und wie gesagt, mittlerweile viel passiert. Das Buch mittlerweile in der 4. Auflage erschienen. Ich glaube, wir haben so, weiß gar nicht genau, 10.000, 12.000 Stück ungefähr davon verkauft. Ich glaube, 12.000 Stück. Und wir haben viele, viele Coachings gemacht. Wir haben viele Seminare gemacht. Wir haben dann 2014 unseren Optionsbrief lanciert, also unseren Börsendienst, der jeden Mittwoch kommt mit Echtgeldkonto. Und der läuft auch sehr, sehr prächtig, schon allein deswegen, weil wir in jedem Jahr für unsere Kunden eine gute Performance abgeliefert haben. Und da ist es natürlich ganz normal, wenn sich so ein, sagen wir mal, doch neues Geschäftsfeld etabliert, dass dann mit der Zeit auch mehr, ich nenne es mal, Mitbewerber auf den Markt drängen. Ne? Das ist ganz normal und das ist auch gut so. Und ich persönlich finde es super, dass jeder, der sich für das Thema interessiert und der sich auch angesprochen fühlt und sagt, okay, ich möchte auch mein Wissen in die Öffentlichkeit geben, dass der das macht, weil je mehr Verbreitung das Ganze findet, umso besser für uns alle. Ne? Je mehr Wissen verbreitet wird, umso besser können wir alle werden, umso mehr Angebote von Dienstleistern gibt es, von Brokern, von Softwareanbietern und so weiter und so fort. Also ich finde das großartig und ich kann jeden nur motivieren, das auch zu machen. So. Jetzt ist es aber natürlich so, dass der eine oder andere dann schon relativ dreist hier unterwegs ist und wirklich Sachen schlimm kopiert. Ne? Also mal nur ein paar Beispiele. Wir haben einen Basiskurs, der kostet 5 Euro. Und es gibt tatsächlich jemand, der hat diesen Basiskurs gekauft, hat ihn einfach nur ein bisschen umgeschrieben und verkauft ihn jetzt für 49 Euro. Und da sage ich mir, Mensch, könnt ihr euch nichts Eigenes einfallen lassen? Ne? Oder dass eben wirklich ein anderer, der hat ein Video genommen von uns, hat es auf seine Webseite eingebunden und bewirbt damit dann einen eigenen Kurs. Also das heißt, ein Werbevideo von uns hat es eingebunden und bietet dann unten einen Kurs an, aber nicht etwa unseren Kurs, sondern einen anderen. Ne? Wo ich sage, naja, kommt, macht man sowas. Ne? Oder aber... Und jetzt kommen wir schon mal ein bisschen in die heiseren Sachen. Dass es eben Leute gibt, bei denen wirklich, die saßen vor einem Jahr hier noch bei uns auf dem Seminar oder vor anderthalb und die hatten wirklich keinerlei Ahnung von diesem Geschäft. Überhaupt keine. Und die fühlen sich jetzt berufen, plötzlich Coachings zu geben, obwohl die ja noch nie eine schwierige Marktphase mal erlebt haben. Ne? Die haben noch nie erlebt, wie es ist, wenn die Preise mal stark fallen. Die haben noch nie erlebt, wie die Volatilität richtig anspringt oder so. Da waren die überall noch nicht dabei. Die können also noch gar keine Erfahrungen haben und verkaufen das. Aber ich meine, wenn der Coaching machen will, warum nicht? Spricht da nichts dagegen. Aber die verkaufen das eben dann ihren Kunden gegenüber, auch in ihren Auftritten, dass sie sagen, ich mache das ja jetzt schon 10 Jahre lang und ich bin da super erfolgreich. Wo ich eben persönlich weiß, weil er bei mir im Seminar saß, naja, du vor anderthalb Jahren, da konntest du kaum das Wort Optionen schreiben. Ne? Du wusstest weder, was ein Delta ist, noch ein Gamma. Macht man sowas. Ne? Jemand bringt ein Buch heraus und klaut von uns ein Design, was wir gemacht haben, was wir bei uns in der Firma gemacht haben, also geistiges Eigentum, und bringt es unter seinem Namen dann heraus und sagt, ja, das haben wir uns ausgedacht. Ne? Oder wir haben vor 2014 angefangen, unsere Webinarreihe, die jetzt in der 4. Staffel, nennt man Staffel, Netflix sagt man Staffel, ne? Optionshandel für kleine Konten, gibt es mittlerweile, glaube ich, auch 3 oder 4 Nachahmer, die das wirklich so nehmen und die das machen. Und jetzt wollt ihr bestimmt die Namen wissen. Ne? Und die Namen gibt es nicht.
Warum? Erstens, das wäre ganz, ganz schlechter Stil. Und wir wollen natürlich weiterhin seriös bleiben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wer ein bisschen mit offenen Augen durch unsere Szene geht, durch unsere Finanzbranche geht, der weiß das ja ohnehin. Und jetzt hat sich ja der eine oder andere gefragt, okay, dieses Warum, auf was bezieht sich denn das? Ne? Warum macht uns niemand diese eine Sache nach? Und da ist viel gerätselt worden und da ist auch gesagt worden, naja, vielleicht Echtgeldkonten. Punkt Nummer eins, ne? Das ist wirklich etwas, was kaum jemand macht. Also wir machen ja alles, was wir machen, mit Echtgeldkonten. Das heißt, unser Börsendienst, seitdem es den gibt, mit Echtgeldtrades. Kontoauszug wird jede Woche veröffentlicht. Ne? Unser Coaching nur auf Echtgeldkonten, jede Woche, zweimal live. Ich zeige alle Konten, die ich trade, live, mit allen Einzahlungen, allen Auszahlungen, jeder einzelne Trade, jeder Gewinner, jeder Verlierer. Das macht wirklich so gut wie niemand. Ne? Und aber auch darum geht es eigentlich gar nicht, sondern das, was ich eigentlich meine, warum macht uns diese eine Sache niemand nach? Das ist ein bisschen anderer Punkt, und zwar, warum übernimmt niemand Verantwortung für seine Kunden? Wie meine ich das? Schaut, wenn heute jemand Coaching anbietet, was wird dann versprochen? Wenn jemand einen Lehrgang anbietet, was wird dann immer versprochen? Dann wird doch immer versprochen, ich zeige dir, wie du Geld verdienen kannst. Das versprechen alle Coaches. Mein System ist das Beste, mit mir machst du eine Menge Geld, bei mir lernst du, wie du schnell reich wirst. Manche sind auch nicht so ganz unseriös und sagen schnell reich, sondern die sagen, bei mir kannst du auf jeden Fall Geld verdienen. Ich zeige dir, wie du aus einem kleinen Konto ein großes machst und so weiter und so fort. Ne? Aber das sind natürlich in allererster Linie erstmal nur Versprechen, hinter denen ja keine Garantie steht. Und jetzt überlegt euch mal was anderes. Wir nehmen mal eine ganz andere Branche. Und zwar, du würdest in eine Fahrschule gehen und die Fahrschule würde damit werben, du lernst bei mir Autofahren. Und jetzt stell dir mal vor, dass 99% der Leute, die in diese Fahrschule gehen würden, würden am Ende nicht Autofahren können. Was würde dann jeder sagen? Das sind Betrüger. Na? Wenn mal ein oder zwei nicht Autofahren können, das ist okay, aber wenn die Masse nicht kann, dann wären das doch Betrüger. So, und in unserer Branche ist es aber so. Ich kenne Coaches, bei denen verdienen wirklich die Kunden hinterher kein Geld. Ich habe noch keinen einzigen getroffen, der bei diesem einen speziellen Coach war, der jemals Geld verdient hätte. Na? Und wenn alle Coaches doch so gut sind und ihren Kunden beibringen, wie man Geld verdienen kann, wieso verlieren dann eigentlich so viele Leute an der Börse Geld? Und das hat ja was mit Verantwortung von uns Coaches gegenüber den Kunden zu tun. Und jetzt habe ich mir lange Gedanken gemacht, gesagt, wie können wir denn auch diese Verantwortung übernehmen? Ne? Wie kann ich denn das versprechen? Weil ich mache es ja auch erstmal nur als Versprechen und sage, okay, ich verspreche dir, dass wenn du bei mir ein Coaching machst, dass du Geld verdienst, wie kann ich denn dieses Versprechen einlösen? Und da habe ich jetzt was ausgedacht. Was heißt ausgedacht? Das ist eigentlich nichts Besonderes, gibt es in anderen Branchen auch. Und zwar, ab sofort machen wir Folgendes, und zwar in unserem Coaching gibt es ab sofort eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt also, mein Versprechen an meine Kunden ist ja, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr bei uns ein Coaching macht, wenn ihr unsere Regeln lernt, wenn ihr unsere Strategien lernt und wenn ihr nach unseren Regeln, nach unseren Strategien, unseren Money-Management-Regeln, in unseren Märkten, in unserem Umfeld, alles das, was wir euch beibringen, wenn ihr das lernt und wenn ihr das anwendet, dann werdet ihr Geld verdienen. Und ab sofort gibt es auf dieses Versprechen eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt also, wer das Coaching macht, der bekommt von mir schriftlich diese Geld-Zurück-Garantie, der muss dann unsere Regeln befolgen. Das heißt, wir werden das in den nächsten Tagen dann auch an alle Kunden entsprechend rausschicken, auch an alle Neuinteressenten. Der muss halt dann einfach seine Trades auflisten, damit wir auch überprüfen können, hat er sich denn auch an unsere Regeln gehalten. Und es geht also nicht darum, meine Trades nachzumachen, sondern auch alle Trades, die er selbstständig macht. Ne? Aber ich will einfach nur sicherstellen, dass wenn sich jemand an unsere Regeln hält, dann bin ich überzeugt davon, dass er damit Geld verdienen wird. Und wenn er damit kein Geld verdient, also wenn ich ihm irgendetwas beigebracht habe, was am Markt überhaupt nicht funktioniert, dann bin ich es ja auch nicht wert, sein Geld zu bekommen. Und deswegen gibt es das Geld dann zurück. Und das, finde ich, hat was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ne? Ich übernehme Verantwortung
Die Kunden vertrauen uns ja, uns Coaches. Die Kunden vertrauen mir und sagen, hier Jens, ich gebe dir Geld. Wir sind auch nicht gerade die allerbilligsten. Wir wollen das auch überhaupt nicht sein, weil ich erwarte auch, dass jemand, der zu uns kommt, sich selber so, wie heißt das schön neudeutsch, committed und sagt, jawohl, ich will das jetzt lernen, ich bin bereit dafür zu arbeiten. Aber wenn das jemand macht, wenn wirklich jemand sagt, ich investiere da Geld, ich investiere da Zeit, dann hat er auch den Anspruch, dass er das wirklich auch lernt. Und das verspreche ich und das garantiere ich. Und wie könnte ich es besser garantieren als mit einer Geld-Zurück-Garantie? Das heißt also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, wer bei uns im Coaching ist, das gilt übrigens auch für diejenigen, die jetzt die letzten Wochen und Monate erst angefangen haben, die bekommen diese Garantie auch noch. Und wer dann in einem Zeitraum von, sagen wir mal, 6 Monaten, wir legen das in den Details noch ganz genau fest, wer in einem Zeitraum von 6 Monaten, egal wie der Markt ist, ob der hoch geht, ob der runter geht, ob der seitwärts geht, wer dann tradet nach unseren Regeln, nach unserem Money Management, nach unseren Strategien, nach all den kleinen Dingen, die wir hier beibringen, wer das macht, dem garantiere ich, dass er in diesen oder nach diesen 6 Monaten, muss natürlich eine bestimmte Anzahl Trades machen, ja, kann ich einen Trade machen und sagen, okay, der war nach Regeln und dann ist ein Minus geworden. Nein, ein paar Trades muss ich machen, steht aber alles in den Details. Und dann garantiere ich ganz einfach, dass er Geld verdient hat. Und wenn er das nicht hat, dann kriegt er von mir das Geld zurück. Ohne Wenn und Aber. Da gibt es keinerlei Diskussion. Und das ist das, was ich mit Verantwortung übernehmen oder was ich darunter verstehe. Und ich glaube, es würde vielen oder unserer Branche auch vom Image her sehr, sehr gut tun, wenn das andere auch machen würden. Das heißt also, wenn ihr uns schon, das ist jetzt wieder der an die anderen Coaches da draußen, ne? Es gibt, muss ich übrigens auch sagen, es gibt sehr, sehr viele gute Coaches auch, ne? Es ist nicht so, dass ich der Einzige wäre, der, ich habe ja schon den Anspruch auch gut sein, es gibt viele da draußen, die wirklich was können und die auch verantwortlich mit ihren Kunden umgehen und die wirklich tolle Arbeit leisten. Aber mal an die ganzen, ich nenne es jetzt mal wie so eine Fernsehsendung früher, Nepper, Schlepper, Bauernfänger, ne? Die da draußen irgendwas behaupten, was sie ihren Kunden beibringen könnten und selber ja nicht mal können. Ne? Ich kenne Coaches, die sind seit Jahren im Geschäft und von denen weiß ich, dass sie selber an der Börse überhaupt kein Geld verdienen. So, und wenn ihr alle so gut seid, dann übernehmt die Verantwortung und dann bietet diese Geld-Zurück-Garantie euren Kunden an. Ihr dürft uns in dem Falle sehr, sehr gern kopieren. Das fände ich eine richtig tolle Sache. Und dann müsst ihr aber auch zeigen, dass ihr was drauf habt, dass ihr was könnt. Ne? Also, Geld-Zurück-Garantie ab sofort in allen unseren Coachings, die wir anbieten. Wir werden das demnächst auch nochmal auf unseren Webseiten, werden wir das nochmal veröffentlichen. Details kann sich jeder anschauen. Damit sich jeder leisten kann, haben wir auch ab sofort eine Ratenzahlung eingeführt. Das heißt, man muss diesen Coaching-Betrag nicht mehr in einem gleich bezahlen, sondern man kann das über 4 Raten verteilt bezahlen. Und jetzt bin ich gespannt, ob dann wirklich der eine oder andere auch sagt, okay, jetzt traue ich mich, das einfach auch mal zu machen, weil du gehst ja jetzt kein Risiko mehr ein. Ne? Viele sagen ja immer, und das kann ich absolut verstehen, ich bezahle eine Menge Geld für ein Coaching und ich weiß da am Ende gar nicht, ob was rauskommt. So, kann ich verstehen, weil mir ging es ja genauso. Als ich vor 15 Jahren die ersten Seminare gebucht habe für mich selber, als ich die ersten Coachings gebucht habe in den USA, als ich in Chicago war, das hat Unmengen an Geld gekostet, richtig viel Geld. Und ich wusste im Vorfeld nie, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Das ist einfach so. Ne? Und ich will euch einfach da die Angst nehmen und will sagen, ich verspreche euch, dass es garantiert. Und wenn ich mein Versprechen nicht halten kann, dann müsst ihr auch nicht das Versprechen halten, dass ich an euch so viel Geld verdiene. Und deswegen bekommt ihr dann von mir dieses Geld zurück. Jeder, der das bei uns macht, bekommt das schriftlich, hat also was in der Hand. Und wir sitzen hier in Deutschland, ich ziehe da auch nicht weg. Also das ist also auch rechtlich alles abgesichert, sodass da keiner sich Sorgen machen muss. Und wer mich kennt, der weiß auch, dass ich dort zu meinem Wort stehe. So, und jetzt ist es an euch. Diskutiert mal drüber, sagt mal, ob ihr das gut findet, ob ihr es schlecht findet, was ihr erwartet habt und wie eure Meinung dazu ist. Und dann freue ich mich, hoffentlich ganz, ganz viele demnächst im Coaching zu sehen und zu hören, weil ich bin einfach überzeugt davon, dass das, was wir machen, funktioniert. Bei mir selber funktioniert es schon weit über 10 Jahre, regelmäßig jedes Jahr Geld verdient. Und wer einmal begriffen hat, wie Börse funktioniert, Börse ist keine Raketenwissenschaft. Ne? Börse ist ein
Selbstbedienungsladen für diejenigen, die es verstehen. So, und das ist kein Geheimnis, das kann man alles lernen. Man muss ein bisschen Arbeit reinsetzen, es geht nicht innerhalb von 2 Tagen, aber es funktioniert. Und deswegen, mein Angebot an euch, das ist jetzt da, jetzt liegt es an euch. Kommt zu uns ins Coaching, nehmt die Garantie, ihr könnt quasi jetzt risikolos bei uns einsteigen und dann werdet ihr sehen, dass auch ihr an der Börse Geld verdienen könnt. Danke für eure Zeit, dass ihr mir zugehört habt. Danke auch für die vielen Rückmeldungen. Und ganz zum Schluss noch eins, weil der ein oder andere geschrieben hat, vielleicht geht es ja am 1.12. hier, wo die Videos veröffentlicht werden, um meinen Geburtstag, also nicht meinen, sondern von denjenigen, die an dem Tag Geburtstag haben. Deswegen herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder heute hier am 1.12. In diesem Sinne, euch alles Gute, bis bald, Servus, bye bye.